Anschluss. Am 12. März um Mitternacht beschließt Heinrich Himmler, der Reichsführer SS, nach Wien zu fliegen. Vorher war ein Telefonanruf aus Wien vom SS-Führer Kaltenbrunner, dass die Landesregierungen in den Händen der Nazis sind, ohne jedes Blutvergießen. Um 2.30 Uhr fliegt Himmler mit Heydrich, dem späteren Chef der Mordzentrale, des Reichssicherheitshauptamtes ab, Funkstille und ohne Licht, kommen um 4.30 Uhr an, 27 SS-Männer springen aus dem zweiten Flugzeug, sichern sofort den Flugplatz und die Verhaftungen, circa nach Schätzungen zwischen 50.000 und 70.000, haben bereits vor dem Einmarsch der deutschen Truppen nach Listen, die schon angelegt waren, erfolgt. Die Verhaftungen in Wien. Und Hitler hat dann hier am Balkon die sogenannte Vollzugsmeldung vor der deutschen Geschichte abgelegt, wo er sagt, ich führe meine Heimat in das Großdeutsche Reich ein. Und bei meinem Film Der Mann auf dem Balkon habe ich dann mit voller Genugtuung gesprochen, dass wir die Nazis überlebt haben. Allerdings mit so vielen Opfern. Denn es gab 21 verschiedene Verbrechen des Nazismus. Ich nenne einige ganz wichtige. Der Mord an den Juden, die Ermordung von 2/3 des europäischen Judentums aus 25 Ländern, darunter 1,5 Millionen Babys, Kinder und Jugendliche, durch Massenerschießungen, diesen Schlachthäusern auf Rädern, die von Ort zu Ort und von Stadt zu Stadt fuhren, durch Gasautos und in den 6 Menschenvernichtungsfabriken, in den Vernichtungslagern Auschwitz II Birkenau, Lublin-Majdanek, Treblinka, Belzec, Sobibor und Chełmno. Der Mord an unseren Brüdern, den Roma und Sinti, auch vom Kind bis zum alten Mann. Dann die entsetzlichen medizinischen Versuche in den Konzentrationslagern. Dann die Euthanasie mit 200.000 Toten in Europa, zum Schluss auch an Blinde und Tuberkulose wurden getötet. Dann, man glaubt es heute nicht, bei Rundfunkverbrechen, schweren Fällen, wurden Menschen geköpft, wenn sie diese Nachrichten verbreitet haben. Und nach dem Heimtückegesetz, zum Beispiel die Schwester Restituta wurde geköpft, weil sie einen Anti-Hitler-Text vervielfältigt hat. Und dann 1943 im Landesgericht geköpft wurde. So wie auch die junge Kommunistin, die nicht einmal 19 Jahre war, die Widerstandskämpferin Annie Gräf. Oder denken wir auch an dieses unschuldige Roma-Mädchen, die Sidonie Adlershorst, die bei einer Familie in Oberösterreich gelebt hat, dann von der Gestapo 1943 geholt wurde und in Auschwitz getötet wurde. Tötungsgrund: sie war ein Roma-Mädchen.